Ante Čović und Hertha BSC empfangen heute Roland Kroos und den Greifswalder FC. Wieder mit dabei bei der Hertha Nader Djindawi, verletzte sich gegen Viktoria, heute erstmals wieder in der Startelf. Der Aufsteiger aus Greifswald mit dem besseren Beginn. Roland Kroos vertraut auf dieselbe Elf wie beim 3:1 Heimerfolg gegen Lok Leipzig. Mann des Spiels war Aboubakar Kagbo. Der feiert heute ein Wiedersehen mit seinem Jugendverein. Spielte von 2005 bis 2012 für die Hertha und hat hier die Chance auf das 1:0 nach gut 15 Minuten. 30 Minuten gespielt, Greifswald verteidigt kompakt. Hertha tut sich offensiv schwer, bis zu diesem Fehlpass von Julian Rü. Lukas Ulrich gedankenschnell im Doppelpass mit Haxa. Und am langen Pfosten steht Nader Djindawi. Was für ein Comeback für den 25-Jährigen. Stand bisher zweimal in der Startelf, erzielte jeweils ein Tor. Die Trikotaktion gilt den beiden verletzten Spielern Wertmüller und Yildirim. Ulrich mit der Vorarbeit und Djindawi lässt Bandowski aussteigen. Kamenz ohne jede Chance. Die Führung für die Hertha hatte sich nicht abgezeichnet. Doch jetzt will man direkt nachlegen. 3 Minuten später. Aksakal schoss 3 Tore gegen TB. Und da ist Abdulatif. Der 18-Jährige feiert heute sein Startelfdebüt. Starke Fußabwehr von Matti Kamenz. Die 41. Minute. Standardsituation Greifswald. Guido Kocha führt aus. Bandowski und Rudolf Sanin. Aus 4 Metern über die Latte. Die Gäste mit einer spielerisch starken ersten Halbzeit. Doch die Jungs von Ante Čović gnadenlos effizient. Dank des Treffers von Djindawi geht Hertha mit 1:0 in die Pause. Hertha kommt besser aus der Kabine. Nach nur einem Sieg aus 4 Spielen soll heute unbedingt ein Dreier her. Julian Eitschberger, zurück nach Rotsperre, zieht hier einfach mal ab. Spielte 45 Minuten unter Felix Magath im Derby gegen Union Berlin. Nach gut einer Stunde fanden die Hertha-Bubis richtig Spaß am Kombinieren. Beste Phase der Berliner jetzt in diesem Spiel. Der eingewechselte Alimler, Lukas Ulrich und da ist Abdulatif rein ins Glück. Der 18-Jährige kam im Sommer aus der eigenen U19, steht das erste Mal in der Startelf und macht sein erstes Tor in der Regionalliga Nordost. Die sonst gut verteidigenden Greifswalder hier viel zu passiv. Und so steht es 2:0 für die Hertha. Schlussphase in diesem Spiel. Hertha in dieser Saison mit großen Defiziten in der Defensive. 10 Gegentore kassierte man in 4 Spielen. Das ist der eingewechselte Daniel Aidner, Kocha und Richardson. Greifswald will unbedingt, aber es fehlt ein bisschen die Genauigkeit im letzten Drittel. Die 91. Minute, Julian Rü mit viel Raumgewinn. Und jetzt geht's ganz schnell. Maxim Kowal, der Neuzugang aus Halberstadt, mit dem 2:1. 5 Minuten zuvor für Kagbo gekommen, erzielt er hier den Anschlusstreffer für den GFC. Und jetzt wird's hier nochmal richtig spannend in der Schlussphase. Die 94. Minute, letzte Aktion des Spiels. Hertha steht jetzt ganz tief hinten drin und muss um den Sieg zittern. Maximilian Gurschke rettet Hertha diese 3 Punkte. Und so gewinnen die Hertha-Bubis dank dieser Aktion und den Toren von Djindawi und Abulatif ein hart umkämpftes Spiel gegen einen engagierten Greifswalder FC. Heute war ein brutales schweres Stück Arbeit, wenn du weißt, dass der Gegner 16 Ecken hat und wir unbedingt nicht die Großgewachsensten in dem Fall sind. Und die Jungs verteidigen so mit Herz und Leidenschaft, fand ich das einfach nur, ja, einfach als Ausbilder schön, dass meine Mannschaft heute gelitten hat. Und ich finde es schön, dass wir dann belohnt worden sind mit dem Sieg. Roland Kroos muntert seine Spieler auf. Der GFC hat alles reingehauen. Ein Unentschieden wäre sicherlich nicht unverdient gewesen. Ja, natürlich ist es bitter. Ich glaube, wir haben schon ein paar gute Leistungen gebracht, dieses Spiel natürlich auch. Also aus Trainersicht letztendlich ist es ein bisschen ärgerlich, weil die Gegentore, glaube ich, so ein bisschen individuelle Fehler waren im Aufbau einmal. Und das müssen wir natürlich abstellen, um am Ende dann natürlich dann auch erfolgreich zu sein.
Mit 7 Punkten aus 5 Spielen steht Hertha jetzt gut da. Am Freitag geht es zum amtierenden Meister, dem BFC Dynamo.